Ja, Herr Boris, siebtes Spiel in der Vorbereitung, die erste Niederlage, 1-2 gegen Kleve. Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer Mannschaft? Gut, wenn man verliert, steht erstmal Unzufriedenheit an erster Stelle. Wir haben gut begonnen, haben dann zwei Gegentore bekommen, die ich mir im Video angucken muss und auch analysieren muss. Haben weiter nach vorne gespielt, haben auch noch Chancen herausgespielt, aber es kam nicht zwingend raus. Und ja, von daher bin ich natürlich vom Ergebnis her nicht zufrieden. Andersrum gehören so Testspiele auch dazu und bin zufrieden, dass wir mit Kleve einen Gegner hatten, wo wir daran arbeiten können, gerade was die Arbeit gegen den Ball betrifft. Jetzt haben Sie vor dem Spiel einen Hochkaräter verpflichten können mit Timo Achenbusch. Wie fanden Sie seine Leistung heute im Spiel? Timo Achenbusch haben wir 65 Minuten heute spielen lassen, hat das erste Mal die Mannschaft gesehen und hat dann mitgespielt auf der linken Seite. Ich denke, es war eine ordentliche Leistung. Auch das müssen wir analysieren, müssen wir uns auch Videobilder nochmal angucken. Ich denke, wer über 300 Zweitligaspiele hat, der präsentiert sich natürlich in der Oberliga sehr gut und das hat er auch gemacht. Wie geht es jetzt weiter mit dem KFC? Wenn ich richtig im Blick habe, ist übernächste Woche das Pokalspiel gegen den TSV Bockum. Genau, wir haben jetzt nächsten Dienstag das nächste Spiel gegen den SC Brühl, spielen dann das Pokalspiel gegen Bockum und dann das erste Spiel gegen Hiesfeld. Wie vorbereitet gehen Sie dann gegen Hiesfeld rein? Es wird ja ein sozusagen Eröffnungsspiel in der Oberliga werden. Ja, wir werden uns Hiesfeld mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal angucken und hoffen, dass wir dann darauf vorbereitet sind. Aber wir können davon ausgehen, dass es ähnlich wie heute gegen Kleve wird, dass es da hart zur Sache geht, dass die Räume eng sind. Dass wir nicht nur über Fußball, sondern auch über Kämpfen zum Erfolg kommen müssen. Und ich denke, jetzt haben wir knapp drei Wochen noch Zeit, um daran zu arbeiten. Der KFC gilt mit der Mannschaft sicherlich mit zu den Aufstiegsaspiranten. Wo sehen Sie selber Ihre Mannschaft derzeit? Ja, wir sehen uns, also wenn morgen die Saison beginnen würde, müsste es Sie enttäuschen. Und weil wir noch nicht da an diesem Punkt sind, wo wir hingehören. Wir haben am Wochenende zwei freie Tage eingebaut, weil einfach da so der Tiefpunkt von der körperlichen Belastung war. Ich denke, das hat man heute auch gesehen, dass wir nicht so spritzig waren wie gegen Wegberg Beek. Aber wie gesagt, wir haben noch 14 Tage Zeit, um an Abläufen zu arbeiten, um an Zweikämpfen zu arbeiten, um an Griffigkeit zu arbeiten. Und wir sind, denke ich, gut in der Zeit.